Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Nibiru, der Bote der Götter. Ich bin Jenem und weiter geht's hier. Im letzten Part haben wir den Tatort verlassen und befinden uns jetzt hier in einem, ja, ich denke mal, ja, wir sind wohl noch in Prag beim städtischen Zentralarchiv, wo wir aber leider nicht reinkamen. Und wir jetzt einen Weg dort hineinfinden müssen. Der Pförtner hat uns ja leider abgewimmelt, rausgeschmissen, was auch immer. Und wir sind hier auf dieses kleines Mädchen. Das ist ein Mädchen? Okay. Ja, wir wurden von diesem kleinen Mädchen, das sieht aus wie ein Junge, na, hier mit Knallfröschen abgeworfen und jetzt will sie, ich sage aber mal das Kind, irgendwas Besseres haben, um zu tauschen. Na, gucken wir mal. Also ich denke, mit Bargeld, ich meine, das wäre die letzte Instanz. Ein Handy, muss auch nicht sein. Das Bild von dem komischen Mann da, auch nicht. Die Nachricht von Barbora können wir auch nicht geben. Probieren wir es mal mit der Murmel. Kinder stehen auf Murmeln. Also komm. In ihr mal. Leuchtet etwas wunderschön. Ja. Schön, dann gucken wir mal. Würdest du für mich auf eine bunte Murmel aufpassen? Wenn sie schön ist, dann ja. Sie ist recht groß und in der Mitte ist ein kleiner Stern. Okay, abgemacht. Die Knallfrösche sind sowieso langweilig. Nie kommt mal jemand her. Ich lasse sie in einem Eimer runter und sie legen die Murmel hinein, okay? Jo. Einverstanden. Blöde Rotzplage. Ging aber fix mit dem Eimer. Mann, die ist ja wirklich schön. Danke. Ich muss jetzt gehen. Ich will sie meinem Bruder zeigen. Mhm. Okay, bis Mach dann. Mach das mal. Tschüss. Der vermisst bestimmt seine Knallfrösche, aber das gibt Ärger. Na egal, nicht unser Problem. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem alten Mann, der uns ja anscheinend nicht hören konnte. Oh, da ist wer aufgewacht. Ja, aber zu dem kommen wir, glaube ich, später. Genau, jetzt gehen wir zu dem alten Mann. Und dann benutzen wir dort die Knallfrösche und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, los, hier, da. Städtisches Zentral. Nee, da wollen wir nicht hin, wir wollen zu dem alten Menschen da. Ja, hier, genau. So, jetzt nehmen wir die Knallfrösche. Die können ganz schön knallen. Das sollen sie auch. Und jetzt mit dem Rentner. Los, tu es. Geht, das weiß ich. Ah. Müssen wir nochmal anquatschen? Er ruht sich aus. Soll er nicht. Er soll hier mit uns quatschen. Wir brauchen bestimmt Streichhölzer oder sowas. Ah. Streichhölzer oder ein Feuerzeug oder was auch immer. Aber dafür haben wir den Kiosk. Da kriegen wir bestimmt sowas wie Streichhölzer oder ein Feuerzeug. So. Ja, zu dem Bettler kommen wir später noch. Das wird auch interessant. So, erstmal jetzt hier Verkäuferin. Hallo, hallo. Genau, Streichhölzer brauchen wir. Guten Morgen, ich hätte gern eine Schachtel Streichhölzer. Wäre das alles? Ja, danke. Nice. 2 Kronen. 2 Kronen. So, jetzt haben wir hier Streichhölzer, Knallfrösche und jetzt gehen wir nochmal zu dem Opa. So, schnell dahin. So, jetzt
Willst du das mit dir? Ich will sie im Moment nicht hochgehen lassen. Doch, willst du. Ich will das. Guten Morgen. Was? Dürfte ich Sie etwas fragen? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich kann Sie sowieso nicht hören. Reine Zeitverschwendung. Er ist stocktaub. Das ändern wir. Eine Schachtel mit gewöhnlichen Streichhölzern. Ja, ist okay. Ich will sie im Moment. Doch, willst du. Er ruht sich aus. Er kann kein einziges Wort hören. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Nein, du sollst jetzt hier... Ich will sie im Moment. Doch, willst du. Er ruht sich aus. Er kann kein einziges Wort... Ja, ist okay. Ich weiß, dass wir die hier benutzen müssen. Eine Schachtel mit... Ja. Ich will sie im Moment nicht. Ich will sie... Na, komm. Das sollte mir ein wenig Aufmerksamkeit verschaffen. Ach. Flieg doch nicht einfach weg! Verdammte Vögel! Erst füttert man sie! Hallo, wie geht es Ihnen? Kann nicht klagen. Kann ich jetzt mit Ihnen reden? Sicher. Aber warum schreien Sie denn so? Was? Sie können mich hören? Ich meine, Sie können mich gut hören? Naja, wenn mein Hörgerät eingeschaltet ist, kann ich Sie hören. Als wäre ich wieder jung. Was wollen Sie eigentlich? Wir wollen da rein. Kommen Sie oft hierher? Ja, sehr oft. Wenn das Wetter gut ist, bin ich eigentlich jeden Tag hier. Ich habe sowieso nichts zu tun. Aber ich kann mich nicht erinnern, Sie hier schon mal gesehen zu haben. Richtig. Ich möchte nur etwas in den Archiven überprüfen. Da haben Sie die richtige Person getroffen. Ich kann Ihnen bestimmt helfen. Ach. Ich habe dort nämlich 30 Jahre als Pförtner gearbeitet. Und nachdem ich in den Ruhestand ging, hat mein Neffe den Posten übernommen. Interessant. Sie könnten mir möglicherweise wirklich helfen. In Ordnung. Wo liegt das Problem? Sie wissen doch bestimmt, wie man am besten in das Gebäude kommt. Darauf können Sie wetten. Nicht jeder kann da einfach hineinmarschieren. Und genau das ist mein Problem. Na ja, ich nehme an, ich könnte Sie hineinbringen. Aber ich werde Ihnen nicht so ohne weiteres helfen. Na. Wie viel wollen Sie? Aber wer redet denn von Geld? Ich will kein Geld. Heute Abend werde ich mit ein paar Freunden Karten spielen. Aber mir ist gerade nicht nach Einkaufen. Na. Meine Beine sind nicht das, was sie einmal waren. Bringen Sie mir eine Flasche Rotwein. Aber keinen Fusel. Ich möchte eine gute Marke. Ich werde etwas auftreiben und dann sehen wir weiter. Das hört sich gut an. Ja gut, dann dann gehen wir wieder zum Kiosk. Und werden da etwas Rotwein besorgen. Und dann sollte er uns eigentlich helfen. Aber als wenn das so einfach wäre. Naja, man kann gespannt bleiben. Dü-dü-dü. Hallo, ich will Alk, ich will Stoff. Wie ich sehe, verkaufen Sie Wein in Pappkartons. Haben Sie auch Wein in Flaschen? Nein, ich fürchte, wir haben nur das, was Sie sehen können. Gut, dann nehme ich den da. 28 Kronen. Danke. Ui, 28 Kronen. Ja, aber er will ja keinen Fusel hier haben. Das ist ja Tafelwein. So, also müssen wir ein bisschen tricksen. Und sehen ja hier, dass hier so Flaschen stehen. Die gehören dem Bettler. Und die wird er uns nicht einfach so überlassen. Was wollen Sie? Lassen Sie mich in Ruhe. Ihnen auch einen schönen Tag. Oh, Sie sind ja ein richtiger Scherzkeks. Eigentlich ging's mir gut, bis der Knall mich aufgeweckt hat. Mhm. Was zum Teufel war das überhaupt? Nur ein Knallfrosch. Wieder so ein paar Gören, was? Den sollte man mal den Hintern versohlen. Ich brauche wirklich eine Zigarette. Haben Sie vielleicht eine? Nein, ich rauche nicht. Dann haben wir nicht viel zu bereden. Aber da drüben ist ein Kiosk. Warum kaufen Sie mir nicht eine Schachtel? Und was bekomme ich als Gegenleistung? Wahrscheinlich nichts, aber Sie würden meine Stimmung anheben. Mann, ich muss mir jetzt wirklich bald eine anstecken.
Seien Sie nicht so ein Geizhals. Ach, ich weiß nicht. Wieder ein verdammter Tag. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Natürlich werden wir ihm jetzt ein paar Kippen kaufen. Denn wir wollen ja so eine Flasche von ihm haben, wo wir dann den Tafelwein da reinkippen. Und dann verkaufen wir das einfach mal hier dem Opa da als richtigen. Ich hätte gern eine Schachtel Zigaretten. Welche Marke? Mir egal, irgendetwas unter 50 Kronen. Gut, bitte sehr. Das macht dann 45 Kronen. So, jetzt haben wir hier Kippen. Und gehen wieder zurück zum Bettler. So, hier. So würde ich niemals... Nee, so wollen wir alle nicht enden. So. Hier, ich habe Ihnen die Zigaretten gebracht. Toll, danke. Sie sind meine Rettung. Und noch dazu eine gute Marke. Sie sind ein wahrer Experte. Ich schulde Ihnen was. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Ja, brauchen wir. Wir wollen eine Flasche. Mir sind diese Weinflaschen auf dem Fensterbrett aufgefallen. Ja, ich wünschte, sie wären voll. Ich könnte eine brauchen. Was? Sie wollen eine leere Flasche von einem Bettler? Mann, ich wusste sofort, dass Sie ein Witzbold sind. Suchen Sie sich eine aus. Ich schulde Ihnen was für die Zigaretten. Ja, dann nehmen wir uns noch mal eine hier. Nehmen wir die. So. Und jetzt... Die Verpackung lässt nicht gerade auf einen exquisiten Tropfen schließen. Und genau deswegen kippen wir das da rein. Ich schütte den Wein vorsichtig in die Flasche. So, Korken drauf und wieder zurück zum Opa. So, Opa, wir haben hier deinen Fusel, deine Buddelschluck hier, da. Hier ist der Wein, den ich Ihnen versprochen habe. Eine Qualitätsmarke, wie Sie es wünschten. Eine Qualitätsmarke? Oh, schön, das ist eine gute Marke. Ich war nicht geizig. Okay, wir hatten eine Vereinbarung. Jetzt liegt das wohl an mir, den Gefallen zu erwidern. Ja, dann hopp, hopp. Hier, nehmen Sie den. Das ist mein alter Angestelltenausweis. Zeigen Sie ihn meinem Neffen in der Pförtnerloge. Er wird dann schon Bescheid wissen. War das alles? Ja. Dann vielen Dank. Super. Damit komme ich an der Pförtnerloge vorbei ins Archiv. Wollen wir es hoffen. Ah, seine Tauben sind auch wieder da. Er ist zufrieden. Ja. Damit komme ich... Ja, wir wollen ins Archiv hier, so. Jesus, werden Sie mich irgendwann in Ruhe lassen? Nö. Beruhigen Sie sich. Mir wurde gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Sie wüssten dann schon Bescheid. Schauen wir mal. Aha. Dann liegt der Fall ja ganz anders. Dann hören Sie mal zu. Sie können hingehen, wo immer Sie möchten. Aber wenn Sie Ärger machen, dann werde ich schwören, dass ich Sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ist das klar? Glasklar. Jawohl. Das Büro von Frau Kanska ist im Untergeschoss, Zimmer Nummer 24. Und ich hoffe, dass Sie nicht den ganzen Tag dort verbringen werden. Nö, nö. So, Mitte des Foyers. Ah, hier so ein Paternoster. Aber wir müssen ins Untergeschoss. Pförtnerloge. Ja. Aber wir müssen jetzt hier leider einen Schnitt machen. Aber im nächsten Part geht es ja natürlich hier weiter. Werden wir uns dann mal das Büro von der Frau Kanska widmen und mal sehen, was wir dort so Schönes finden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ciao, macht's gut, bis dann.